Willkommen heute zum zweiten Video meiner Fitnesserfahrungen mit Blogilates. Wenn ihr das erste Video gesehen habt, was ich euch nochmal unten verlinken werde, falls ihr Interesse habt und es noch nicht gesehen habt, wollte ich auch andere Themen mit reinbringen. Heute ist etwas Theorie dran und ich würde euch wirklich sehr ans Herz legen, einfach mal zuzuhören und ein paar grundlegende Sachen zu wissen. Da kriegt ihr vielleicht auch beantwortet, warum ihr so viel trainiert und es nichts bringt und dann irgendwie frustriert wart. Das kann man nämlich ganz leicht beantworten und da werdet ihr auch verstehen, warum man Pausen machen sollte und so weiter und so fort. Und das werde ich euch im zweiten Teil des Videos erklären. Ich werde nämlich im ersten Teil noch ein paar Erfahrungen von mir schildern. Das ist aber im Auto. Ich habe das nämlich heute nach dem Training direkt im Auto gefilmt, weil ich nicht so viel Zeit habe und das Video aber trotzdem noch gerne heute online hätte. Und ja, dann nochmal Dankeschön an die ganzen Leute auf Instagram, die mich motivieren und auch mitmachen. Finde ich wirklich super. Da hat man wirklich noch ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich die Erfahrungen jetzt im Auto drehe. Und zwar wird, denke ich mal, deutlich, wie es im Moment bei meiner Zeit aussieht, wenn ich schon anfange, Videos im Auto zu drehen. Also, es geht im Moment nicht anders und ja, ich wollte jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen die Erfahrung, was ich diese Woche an Sport gemacht habe. Ich habe die zweite Woche Blogilates komplett durchgezogen, habe auch alles gemacht, was zu machen ist und war dann zusätzlich Dienstagabend im Training, Donnerstag im Training und auch am Samstag, also gestern, was theoretisch mein Ruhetag gewesen wäre. Also, theoretisch hätte ich mich gestern ausruhen müssen, habe ich aber leider nicht gemacht, in Anführungsstrichen. Ihr solltet diese Ruhetage auf jeden Fall irgendwie beachten. Das werdet ihr dann auch gleich in der Theorie dann nochmal verdeutlicht bekommen, warum und wieso. Und ja, dann war ich heute nochmal im Training. Deswegen bin ich auch so fertig und sitze eben gerade im Auto. Ich hatte heute 4 Stunden Training. Bei uns geht es so langsam Richtung Meisterschaft. Das heißt, es ist dementsprechend anstrengend. Wir haben dementsprechend oft Training. Und das ist ziemlich heftig und ich habe im Moment auch ganz schöne Schmerzen. Ich spüre meinen Nacken nicht, das kommt bei mir vom Tanzen. Wenn wir einen Tanz haben, da wo wir ganz oft hoch und runter kommen, meine Nackenmuskulatur ist ziemlich schlecht ausgeprägt. Und dementsprechend habe ich Schmerzen und wenn ich hier so nach unten gehe, spüre ich schon, wie mir schlecht wird bzw. wie mir schwindelig wird. Und ja, morgen werde ich auf jeden Fall einen steifen Nacken haben, das weiß ich jetzt schon. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich keine Zeit für sowas habe. Eigentlich müsste ich heute lernen, aber ich glaube, das wird nicht mehr gehen. Ich bin einfach nur am Arsch. Dann aber nochmal zu Blogilates. Ich habe beim 12. Tag, glaube ich, war das, auf jeden Fall der Tag, wo die ABC-Apps dran waren. Das heißt, die Bauchübung, wo man das Alphabet nachmacht, falls ihr es kennt, habe ich wirklich eine Verbesserung gemerkt. Ich konnte das ganze ABC durchhalten, zwar nicht so oft wiederholt, wie sie es gemacht hat, aber davor ging es gar nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass ich diese Woche gemerkt habe, dass sich was verändert hat. Das heißt, dass es besser geworden ist und muss ich wirklich sagen, top, also von der Erfahrung her gut. Dennoch muss ich sagen, dass es dementsprechend auch mehr Tiefs gab. Also dass es öfters mal Zeitpunkte gab, wo es schwieriger war, aber dafür halt wieder öfters auch Zeitpunkte, wo ich gemerkt habe, wow, das hat sich verbessert. Also in der zweiten Woche geht es so langsam aufwärts, würde ich behaupten. Beziehungsweise man merkt, dass man ein paar Fortschritte macht und ich denke, das ist auf jeden Fall cool. Also man macht das ja nicht umsonst und von daher, zweite Woche ist an sich cool. Ich muss mich nur vielleicht ein bisschen zurücknehmen, was das Pilates angeht, wenn ich im Moment auch noch in der knallharten Meisterschaftsvorbereitung bin. Das waren meine Erfahrungen. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen nachvollziehen. Eigentlich müsste ich heute wieder anfangen mit dem Kalender, das heißt die dritte Woche, da ich aber, wie bereits schon gesagt, sehr am Arsch bin und mich eben gerade auch noch kaum hier halten kann, werde ich den Tag von heute auf morgen verschieben, weil es auch einfach für meinen Körper besser ist. Ich werde euch heute in der Theoriestunde einfach mal 2 Begriffe erklären, und zwar einmal die Homöostase und einmal die Superkompensation. Ich denke, das sind 2 Begriffe, die euch geläufig werden sollten, wenn ihr Sport macht, damit ihr ein bisschen versteht, zum Beispiel auch, warum dieser Kalender so zusammengesetzt ist und warum nicht anders und was euch gut tut und was nicht.
Kommen wir erst zu dem Begriff der Homöostase. Ich versuche das wirklich so interessant wie möglich zu gestalten, weil es vielleicht nicht für jedermann ist. Die Homöostase ist ein Gleichgewicht des Körpers. Das heißt, wir passen uns an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wenn jemand von euch schon mal im Krankenhaus lag, würde er das wahrscheinlich kennen, dass er auch Thrombosespritzen bekommen hat und sowas, weil man viel liegt. Und was passiert im Krankenhaus? Wenn man die ganze Zeit liegt und sich wenig bewegt, bauen die Muskeln ab. Und das ist unser Gleichgewicht, denn unser Körper macht immer nur so viel, wie wir auch tatsächlich brauchen. Warum sollte unser Körper ein Klotz sein, wenn wir uns nur jeden Tag von der Haustür zur Uni bewegen und wieder zurück und einfach nur laufen und unseren Körper nicht großartig beanspruchen? Warum sollte der Körper merken, ich brauche mehr? Dementsprechend, durch dieses Gleichgewicht hält euer Körper euch sozusagen immer so fit, wie ihr es theoretisch benötigt. Das heißt, wenn ihr nur einmal im Monat oder sonst irgendwo irgendwelche Anstrengungen habt, wird euer Körper sagen, nö, warum sollte ich mich denn daran anpassen? Das ist doch nichts Alltägliches. Deswegen ist es für euch, wenn ihr eine Treppe zum Beispiel, wenn ihr im dritten Obergeschoss wohnt, am Anfang war das für mich schon sehr anstrengend, aber jetzt, mein Körper weiß, ich laufe das jeden Tag 2-3 Mal hoch und runter, okay, ich habe mich daran angepasst. Die Sache ist, dass dieser ganze Prozess etwas dauert. Und das ist auch immer die Sache, wenn man viel trainiert und dann eine Pause machen muss, gezwungen ist, oder wenn man einfach keine Lust mehr hat, dann kann man nicht erwarten, dass etwas, ein Sixpack zum Beispiel, den man sich antrainiert hat, muskulöse Knochen, Muskeln, Oberarme, sonst was, dass die auch da bleiben. Denn euer Körper wird sich denken, hey, ich brauche es nicht mehr, also baue ich es wieder ab. Warum sollte ich denn sinnlos Energie verschwenden? Dann ist natürlich die Sache, umso mehr Muskeln ihr aufbaut mit Krafttraining, umso mehr Energie verbraucht ihr gleichzeitig. Das heißt, ihr habt alltäglich viel mehr Energie verbraucht, weil ihr viel mehr Muskelmasse in Schwung bringt. Das heißt, für Leute, die abnehmen wollen, es ist gleichzeitig wieder gut. Nur solltet ihr euch nicht wundern, wenn ihr zunimmt erstmal auf der Waage oder gerade am Schluss, wenn ihr sowieso schon dünn seid wie ich, wenn man dann etwas zunimmt, liegt das wirklich eher dran, dass Muskeln einfach schwerer sind. Und da auf jeden Fall schon mal nicht erschrecken. Um nun jetzt die Superkompensation zu verstehen, solltet ihr die Homöostase euch einigermaßen bewusst machen. Das ist wirklich einfach dieser Ausgleich des Körpers. Und bei der Superkompensation geht es wirklich darum, dass wenn ich mich jetzt anstrenge, das heißt 10 Hampelmänner zum Beispiel mache und danach völlig aus der Puste bin, mein Körper merkt dann, hey, ich habe mich angestrengt, das heißt, ich bin erstmal müder, schafft es danach nicht mehr, die 10 Hampelmänner zu machen. Dann gibt es einfach mal eine Erholungsphase und wenn man dann von dieser Erholungsphase hinausgeht, das heißt wieder sozusagen auf sein Anfangsniveau zurückspringt, dann beginnt die nächste Phase, wo der Körper sagt, hey, ich muss über meinem alten Niveau hinaus. Das heißt, der Körper baut sozusagen was auf und sagt, okay, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann verbessere ich mich. Also dann werde ich mich verbessern und wenn ich das dann sein lasse, das heißt diese 10 Hampelmänner nur einmal mache, wird durch die Homöostase dieses Gleichgewicht wieder in Schwung gebracht und ihr kommt wieder auf euer Ausgangsniveau bzw. es wird immer schlimmer. Jetzt beginnt natürlich die Frage, wo setze ich mit meinem Training an? Ihr solltet wirklich diese Diagramme, die ich euch da ein bisschen aufmale, verstehen und zwar solltet ihr in der Superkompensation ansetzen, das heißt in diesem dritten Bereich, wo ihr sozusagen euch verbessert, wo euer Körper sagt, ja, ich bin besser und da sollte man sozusagen, gute Sportler wissen, wo der Punkt ist, aber als Unerfahrener weiß man das nicht, das muss man ein bisschen einschätzen, sollte man an dieser Stelle ungefähr ansetzen. Man wird jetzt nicht den besten Punkt finden, das geht nicht, aber da sollte man ansetzen und wieder trainieren. Das heißt, ihr habt dann einen Verlauf, der immer weiter höher geht. Und ja, es gibt jetzt sozusagen nochmal zwei Arten. Das, was ihr nicht machen sollt, das zeige ich euch jetzt auch nochmal in Bildern, Übertraining. Wenn ihr ansetzt, wenn ihr in der Erholungsphase seid, das heißt, wenn euer Körper noch fertig ist, ihr gar nicht könnt, aber trotzdem alles tut, dann begeht ihr die Gefahr, dass ihr Übertraining macht. Das heißt, dass eure Leistung letztendlich immer schlechter wird, weil ihr immer an einem Punkt unten ansetzt und das geht zwar wieder dann hoch, also in die Erholungsphase, beziehungsweise ihr geht wieder in die Erholungsphase, dann geht es runter, dann kann es vielleicht wieder in die Superkompensation gehen, dann setzt ihr aber zufällig auch wieder zu spät ein und ihr könnt euch sozusagen auch mit Training schaden. Das heißt, wenn ihr zu viel trainiert, immer die gleichen Sachen, könnt ihr letztendlich untrainierter werden, als ihr davor wart, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen ist dieser Kalender von Blogilates auch so zusammengestellt, dass sozusagen immer andere Sachen beansprucht werden. Das heißt einmal Total Body, dann wieder Apps
und dann wieder Lower Body und dann wieder Total Body, dass ihr sozusagen auch verschiedenartige Sachen macht. Genau das gleiche Prinzip ist es auch, wenn ihr schon mal ein Fitnessstudio macht und euch einen Plan erstellen lassen habt, merkt ihr, dass ihr immer wieder andere Wiederholungen macht, beziehungsweise andere Körperteile an verschiedenen Tagen macht. Wenn ihr halt merkt, dass ihr auch keinen Fortschritt habt, dann muss es nicht unbedingt Übertraining sein. Es kann genauso gut auch sein, dass ihr einfach zu spät ansetzt. Das heißt, in der Phase, wo euer Körper schon wieder ausgeglichen ist und in diesem Ausgangsniveau ist und ihr dann da wieder ansetzt. Und dann geht es sozusagen immer und hin und her. Es ist ein Teufelskreis, wieder Wiederholung, die einfach nicht aufhört. Und ihr müsst für euch herausfinden, wie das ungefähr geht. Das heißt, vielleicht solltet ihr auch ein bisschen Tagebuch führen, das zum Beispiel echt an 10 Hampelmännern ausmachen, wenn es jetzt um Kondition geht. Oder an irgendwas Speziellem, das heißt 20 Sit-Ups, hey, wie viele kann ich machen? Dann in 2 Tagen wieder, 3-4 Tagen, hey, sind es mehr geworden oder sind es weniger geworden? Und da so ein bisschen ein Gefühl für euren Körper kriegen. Ich habe jetzt gemerkt mit Blogilates-Kalender, wie bereits gesagt, bei meinen Erfahrungen, dass es besser geworden ist, dass ich gemerkt habe, dass es was gebracht hat und das ist für mich schon mal auf jeden Fall sehr entspannend und positiv. Deswegen bin ich gespannt, wie die dritte Woche wird. Das werdet ihr in meinem dritten Video erfahren und da werde ich euch wahrscheinlich, wenn ich Zeit dazu habe, ich hoffe es, ein paar Lieblingsübungen von mir zeigen. Das heißt, Übungen zeigen, die ich sehr effektiv als effektiv empfinde und die für mich persönlich mir auch einfach Spaß machen. ja, die werde ich euch dann auf jeden Fall zeigen. Und ansonsten verspreche ich euch, dass in der nächsten Woche, beziehungsweise ich verspreche es euch zu 90%, dass auch ein anderes Video folgen wird. Und ihr könnt entscheiden. Also es wäre ganz nett, wenn ihr unten noch was schreibt. Wollt ihr ein Lookbook sehen zu Maxi schwarzen Röcken? Beziehungsweise ich habe nur einen zu einem Maxi Schwarzrock. Oder eher ein Tutorial zu diesen Locken. Also ich habe es mit einer sehr einfachen Ohne-Hitze-Methode gemacht. Wie ihr wollt, es wäre ganz nett, wenn ihr es mir drunter schreibt, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden im Moment. Und ich bin so... Ich habe keine Lust, jetzt muss ich eigentlich wieder 5 Stunden lernen und naja. So, dann hoffe ich, lasst mir sehr gerne Feedback da. Ich fand es super, dass ihr so viel kommentiert habt, so fleißig in meinem letzten Video. Und es wäre super, wenn ihr das jetzt wieder macht, weil es wirklich sehr, sehr schön ist zu lesen und einen selbst sehr motiviert. Und wenn nicht, dann folgt mir einfach auf Instagram und da könnt ihr auch mit mir quatschen oder auf Twitter oder auf Facebook. Und apropos, es ist ein Zeitungsartikel von mir erschienen. Wer ihn lesen will, sollte einfach mal in die Infobox klicken, da werde ich den Link reintun. Oder einfach auf meine Facebook-Seite, da ist der Link auch nochmal geteilt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine sehr, sehr schöne Woche, dass ihr weiterhin so motiviert seid wie ich und einen sehr, sehr fetten Knutscher und ihr verzeiht mir so viel, das ist wirklich sehr toll. Und bis dann. Tschüss.